Ein Fluss in Jakarta. Er ist kaum zu erkennen, weil die Wasseroberfläche fast komplett mit Müll bedeckt ist. In der indonesischen Hauptstadt ist das kein seltener Anblick. Vor allem nach starken Regenfällen schwimmt viel Müll in den Flüssen. Mehr als 600.000 Tonnen werden in Indonesien so pro Jahr ins Meer gespült. Irgendwo kommt der Müll später wieder zum Vorschein, zum Beispiel an den Stränden von Bali. Nun verfolgen Wissenschaftler den Weg des Abfalls mit diesen GPS-Sendern. 90% der Sender werden auch wieder an den Stränden der Insel Java angespült. Wenn sich der Weg des Mülls nachverfolgen lässt, können die Behörden besser gegen die Verschmutzung vorgehen, hoffen die Forscher. Wir wollen herausfinden, wo der Abfall angeschwemmt wird. Das könnte der Regierung helfen, Maßnahmen zu treffen. Vielleicht müsste sie dann einen Damm an den Flüssen bauen und wir wissen schon, welche Flüsse am stärksten betroffen sind. Der Müll schreckt nicht nur Touristen ab, die sich saubere Strände erhoffen. Auch Meerestiere sind betroffen. Im vergangenen Jahr wurde ein toter Pottwal angespült. Er hatte mehr als 100 Plastikbecher im Magen.